Ja, schön, dass ihr dabei seid. Mein erstes Thema ist die Macht der Worte. Wenn Schüsse aus einem Gewehrlauf fallen, dann werden oft Menschen körperlich verletzt. Wenn aus einem Mund böse Worte fallen, dann werden oft Menschen seelisch verletzt. Worte haben eine unglaublich große Macht. Vor einiger Zeit war ich mal bei einem Ehepaar, die waren bei einer Scheidungsanwältin, also der Mann und die Scheidungsanwältin. Die durften wir mal zum Herrn Jesus führen. Und die, ja, macht das ruhig runter. Und diese Scheidungsanwältin hat mich diesem Ehepaar vermittelt. Und ich saß bei denen und die haben über 80 Jahre alt, waren beide, 50 Jahre verheiratet. Und es kam raus, dass dieses Ehepaar seit 7 Jahren praktisch kein persönliches Wort mehr miteinander geredet hatte. Und ich habe gefragt, wie gibt's das? Und dann hat die Frau erzählt von bösen Worten, mit denen ihr Mann sie vor 7 Jahren verletzt hatte. Und sie hat ihn einfach dicht gemacht. Dann hat der Mann auch was erzählt von bösen Worten, die bei ihm tiefe Wunden geschlagen hatten. Das war für mich so ein Anschauungsunterricht für die Macht von Worten. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Evangelisten, der in einem Gefängnis vor 1000 Gefangenen das Evangelium gepredigt hat. Und bevor er das gemacht hat, hat er die Leute gefragt, wer von euch hat von seinen Eltern gesagt bekommen, dass ihr eines Tages im Gefängnis landen werdet? Und fast alle haben die Hand gehoben. Also Worte haben wirklich eine unglaubliche Macht. Ich glaube, wir unterschätzen das oft. Gott selbst hat seinen eigenen Worten ganz viel Kraft gegeben. Und wenn wir an sowas denken, dann denken wir an solche Aussagen wie 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Also Gott redet und es passiert was. Und das ist bei Worten einfach auch so. Im Hebräerbrief lesen wir, dass durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Also Gott gibt seinen Worten oder Gottes Worte haben unglaublich große Kraft. Er schafft den Menschen in seinem Bild und ich glaube, er gibt uns auch und unseren Worten verleiht er große Macht und große Kraft. Und wir können die Macht der Worte kaum überschätzen. Die Sprüche, ist das Buch, das ist die Fundgrube über Worte. Und in den Sprüchen heißt es mal im Kapitel 18, Vers 21, Worte haben Macht über Leben und Tod. Und wer achtsam mit ihnen umgeht, kann ihre guten Früchte genießen. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist doch eine krasse Aussage, dass Worte Macht über Leben und Tod haben. Und es wird uns einfach gesagt, wie wir mit Worten umgehen können. Das sagt uns Gottes Wort so großartig. Und ich möchte einfach mit euch darüber ein bisschen nachdenken. Ich habe mal einen Kommentar von Warren Wiersbe gelesen zu den Sprüchen und er hat eine Einteilung gemacht mit vier und ich über die Macht der Worte und darauf, das möchte ich einfach gern übernehmen. Zum einen, Worte sind ein wunderbares Geschenk Gottes. Zweitens, Worte können zum Bösen genutzt werden. Drittens, Worte können zum Guten genutzt werden. Und viertens, Gott will uns helfen, mit Worten heilsam umzugehen. Mein erster Punkt, Worte sind ein wunderbares Geschenk Gottes. Das Geschenk der Worte wird mit kostbaren Edelmetallen verglichen. So lesen wir in Sprüche 10, 20, auserlesenes Silber ist die Zunge des Gerechten, das Herz der Gottlosen aber ist wenig wert. Oder so ein ganz bekannter Vers, Sprüche 25, 11, ein gutes Wort zur rechten Zeit ist so lieblich wie goldene Äpfel in einem silbernen Korb. Und bei diesem Vers muss ich ehrlich an meine heimgegangene Frau denken, Bärbel, die diese Kunst wie kaum ein anderer beherrscht hat. Sie hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie eine sehr weise Frau war, die sehr viel nachgedacht hat, die sehr tiefgründig war. Sie hat wenig gesprochen, hat total gut zugehört. Und wenn sie den Mund aufgemacht hat, dann kam immer was sehr Hilfreiches dabei raus und ich bin wirklich in der glücklichen Lage gewesen, oft in den Genuss ihrer heilsamen Worte zu kommen. Ihre Worte haben auch in meinem Leben heilsam gewirkt.
das wäre jetzt zu lang, das irgendwie zu erzählen. Aber Worte können einfach unglaublich viel Gutes bewirken. Sprüche 15,4, ein freundliches Wort ist wie ein Lebensbaum. Und in den Sprüchen wird ja oft irgendwas kontrastiert, eine falsche Zunge bricht den Lebensmut. Wir werden gewarnt in den Sprüchen am Anfang im Kapitel 4, ab Vers 20, mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage, höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen, denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ich möchte zwei wichtige Dinge hier rausstreichen. Unser Herz ist letztlich der Ort, wo unsere Worte entstehen, ganz klar. Deshalb müssen wir auf unser Herz achten und am besten unser Herz immer wieder ganz neu Gott hingeben, Gott widmen. Und wir brauchen eine ständige Erneuerung unseres Herzens, dass unsere Worte nicht verletzen, sondern unsere Worte wirklich heilsam sind. Deswegen, Jesus sagt mal, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Achte also drauf, womit du dich beschäftigst, womit dein Herz beschäftigt ist, womit du dein Herz erfüllst. Wenn du dein Herz mit den Worten Gottes füllst, dann kommen auch heilsame Worte aus deinem Mund. Aber ich finde diese Verse, die wir gelesen haben, sind auch so hammermäßig, weil die ausdrücken, dass Gott Leben und Wohlergehen für unsere Seele geben will. Was für ein Geschenk! Das größte Geschenk Gottes ist natürlich sein Sohn. Und ich finde es auch interessant, dass es so ausgedrückt wird, dass Gott in seinem Sohn geredet hat, in der Person seines Sohnes. Ihr kennt es, Hebräer 1, am Anfang, früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt am Ende dieser Zeiten sprach er durch den Sohn zu uns. Gott spricht zu uns durch seinen Sohn. Gottes Sohn ist sozusagen Gottes letztes Wort und eindringlichstes Wort zu uns. Er wird ja auch das Wort genannt im Johannesevangelium und in der Offenbarung das Wort Gottes. Wir sehen also, und damit möchte ich diesen ersten Punkt abschließen, Worte sind ein wunderbares Geschenk Gottes an uns Menschen und wir sollen sie gut nutzen. Leider werden Worte oft zum richtig Bösen, zum Schaden benutzt. In einem unserer Hauskreise in unserer Gemeinde beschäftigen wir uns zurzeit mit dem Jakobusbrief und erst vor kurzem haben wir Jakobus 3 gelesen und Jakobus macht es sehr deutlich, was für eine Gewalt in der Zunge ist. Jakobus 3 ab Vers 5, so kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Also hier wird uns sehr drastisch gesagt, dass Worte einen enormen Schaden anrichten können. Und ich könnte den ganzen Tag füllen, wenn ich erzählen würde, was Menschen mir schon anvertraut haben, wie sie durch Worte verheerend beschädigt wurden. Meistens durch Worte, die sie in ihrer Kindheit gehört haben und die für sie dann, und es ist wichtig, zu Lebenslügen geworden sind. Eine ganz kleine Auswahl von solchen Worten, die absolut zerstörerisch wirken können. Aus dir wird mal nie etwas. Du hast zwei linke Hände. Du bist so ein Versager. Du bist viel zu fett. Du warst ein Unfall. Wir wollten dich gar nicht. Du kriegst wohl nie was auf die Reihe. Eine Frau, bei der ich zu Gast war, also bei ihr und ihrem Mann, zu Vorträgen irgendwo in Deutschland. Ich kam zu dieser Familie, ich war bei ihnen zu Gast, habe bei ihnen gewohnt übers Wochenende bei diesem Seminar und es gab Abendessen und diese Frau, also das Ehepaar war etwa Mitte 60. Die Frau hat gesagt, oh Wolfgang, das tut mir total leid, die Kartoffeln sind leider total verkocht.
Das Gemüse ist leider zu salz, habe ich versalzen und das Fleisch ist dafür aber viel zu hart geraten. Ich habe irgendwie gestutzt und habe gedacht, okay. Bevor wir ins Gemeindehaus gefahren sind, hat sie noch ein paar Mal sich irgendwie runtergemacht. Und dann kamen wir wieder zurück von dem Vortrag. Ich glaube, die Liebe Gottes war mein Thema. Und ich habe diese Frau gefragt, sag mal, was hast denn du für ein Problem? Und sie total erschrocken irgendwie, wie meinst du das Problem? Dann hat ihr Mann geantwortet für sie. Dann habe ich sie nochmal gefragt, was hast du für ein Problem? Dann hat nochmal ihr Mann gefragt und dann habe ich gesagt, du würdest dir was ausmachen, mich mal mit deiner Frau allein zu lassen. Ich würde total gern mal mit ihr reden. Ein bisschen, war schon ein bisschen erschüttert, glaube ich, ist aber rausgegangen. Und dann habe ich diese Frau nochmal gefragt. Ich habe gesagt, seitdem ich dein Haus betreten habe, machst du dich nur runter. Ich würde total gern wissen, was du für ein Problem hast. Und dann habe ich sie gefragt, was hast du als Kind gehört? Was hat man in dein Leben reingesprochen? Und dann hat sie mir, hat sie das sofort gewusst. Eine Sache war, sie sagte, mein Vater hat zu mir gesagt, du bist total komisch. Du bist echt komisch. Es hat sich herausgestellt, dass sie hochsensibel war. Das war, an diesem Abend war das noch klar. War für sie nicht klar, Hochsensibilität, das kannte sie gar nicht. Das hat sie in den nächsten Wochen dann irgendwie auch schon wirklich befreit, ein Stück weit. Und ich sagte, es gab noch eine andere Botschaft von meinem Vater, der sagte zu mir, du bist zu dumm, einen Eimer Wasser umzuschütten. Und sie war 65 etwa. Und dachte, sie ist zu dumm, Kartoffeln zu kochen, Gemüse zu kochen und Fleisch zu machen. Ich konnte dann mit ihr ein richtig gutes Gespräch haben, habe ihr über Hochsensibilität auch was erzählt. Und ein paar Wochen später hat sie mir folgenden Brief geschrieben, folgende Mail. Lieber Wolfgang, in den Monaten vor deinem Seminar war ich immer mehr zu der Überzeugung gelangt, dass mein Leben ganz und gar falsch gelaufen war und ich die mir von Gott geschenkte Zeit vergeudet hatte. Das war eine schreckliche Vorstellung. Ich wusste niemanden, an den ich mich wenden konnte. So bat ich Gott, mir jemand zu schicken, der mich versteht und mir helfen kann. So bist du zu uns gekommen. Gott hat mir seine Hilfe direkt ins Haus geschickt. Du hast dir abends noch Zeit genommen und mir zugehört. Sprechen können, die Not in Worte fassen, Vergebung finden. Das hat eine große Last von mir genommen und mich innerlich ruhig gemacht. Ich kann nur immer wieder staunen und Gott danken, dass er mein Gebet auf so wunderbare Weise erhört hat. Mit deiner Hilfe habe ich eine neue Richtung für mein Leben gefunden. Es wird sicher noch ein längerer Weg, aber der Anfang ist gemacht. Ich muss sagen, ich habe das echt gefeiert, dass diese Frau eingegangen ist auf das, was ich ihr sagen konnte. Und sie war wirklich offen dafür. Und es hat echt ihrem Leben eine andere Richtung gegeben. Ich habe sie gebeten, ihre Lebensgeschichte mal aufzuschreiben. Und erst vor wenigen Wochen habe ich den finalen Entwurf bekommen. Vielleicht werde ich das irgendwann mal veröffentlichen in einem Buch über das Vaterherz Gottes. Das ist irgendwie so ein Projekt, das ich im Kopf habe. Also Worte können unglaublich verheerend sein und dieses eine Beispiel soll genügen. Sprüche 16, schlechte Menschen sind ständig auf Unheil aus. Ihre Worte sind wie ein verzehrendes Feuer, ein Unruhestifter, sät Streit und Klatsch kann die besten Freunde entzweien. Ist der Verleumder und Menschen, die irgendwie ständig tratschen, die können so einen großen Schaden anrichten. Und dadurch sind schon so viele Ehen zerstört worden, Familien zerstört worden, Gemeinde zerstört worden. Und wir sollten uns unbedingt hüten vor Tratsch und Worte nicht zum Schaden benutzen. Auch Schmeichelei ist was, was in der Bibel sehr schlecht wegkommt. Wer einem Menschen schmeichelt, stellt ihm eine Falle. Und wisst ihr, Schmeichelei ist zu unterscheiden von ehrlich gemeintem Lob und Wertschätzung. Dazu werden wir in Gottes Wort aufgerufen, dass wir das machen sollen. Schmeichler haben ganz andere Absichten. Warren Wiersbe drückt es köstlich aus. Er sagt, Schmeichler geben uns einen freundlichen Klaps auf den Rücken, nur um eine weiche Stelle zu finden, in die sie ein Messer hineinstechen können. Finde ich echt genial, aber leider sehr wahr und eigentlich deprimierend. Besonders gut können wir Menschen verletzen, wenn wir zornig und wütend sind.
Sprüche 29, 22, ein zorniger Mensch fängt überall Streit an und ein wütender Mensch verstrickt sich in alle möglichen Sünden. Gott hat echt Humor. Ihr wusstet es bestimmt schon vorher. Seitdem ich mit diesem Thema schwanger gegangen bin, habe ich wirklich viel bewusster auf meine eigenen Worte geachtet und habe in der Zeit Schaden gemerkt, die ich angerichtet habe, und auch Heilung. Vor einigen Wochen habe ich meine Mail rumgeschickt an ein paar Leute aus einem Leitungskreis unserer Gemeinde und ich habe dann irgendwie erfahren, dass ich mindestens zwei Leute dadurch echt verletzt habe, durch den Ton und auch durch den Inhalt. Ich habe dann nochmal eine Mail geschrieben, habe mich entschuldigt für meinen Ton und auch für den Inhalt. Und von einem Mann wusste ich, dass der, also das hat mir jemand erzählt, der hat es unter Tränen jemandem erzählt, wie sehr ihn das verletzt hat, obwohl das wirklich nicht meine Absicht war. Dann habe ich den besucht und ich war mir nicht sicher, ob er sich freut über meinen Besuch, und er hat sich total gefreut, hat mich reingebeten und wir haben eine Stunde geredet und am Ende kamen solche Sätze wie: Es ist wieder alles gut, ich bin so froh, dass du gekommen bist und dass wir darüber reden konnten. Ich habe ihn echt verletzt gehabt, ohne dass ich es beabsichtigt habe, aber es passiert einfach immer wieder, dass man Menschen verletzt, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Also wir dürfen nicht so überhastet reden, das ist echt ein Problem, das ich in meinem Leben feststelle. Und die Sprüche helfen uns auch da: Rede nicht zu viel, denn das führt zur Sünde. Sei klug und halte dich mit deinen Worten zurück. Ich muss mich disziplinieren, weniger zu reden, mehr zuzuhören. Und es ist auch schon der Übergang zu meinem nächsten Punkt. Wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Die Worte der Weisen aber sind wie Balsam oder wie Heilmittel. Stellt euch das vor, die Worte der Weisen sind wie Balsam. Deswegen, dieser Punkt gefällt mir viel besser. Worte können zum Guten genutzt werden. Durch richtige Worte kann Streit vermieden werden. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Ich habe mal eine kleine Anekdote erlebt, da habe ich diesen Vers gelesen und ein paar Tage später bin ich zum Supermarkt gefahren auf dem Parkplatz und ich mache die Tür auf und achte nicht richtig drauf, dass neben mir ein Auto stand und ich bin so ein bisschen mit meiner Tür an das andere Auto gestoßen. Kam ein älterer Mann irgendwie gelaufen und hat gesagt: Können Sie nicht aufpassen? Und ich habe gesagt: Oh, Entschuldigung, das tut mir echt leid. Und er im nächsten Moment, das war echt krass: Ist schon gut. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn. Ich hätte sagen können: Ja, das habe ich nicht gesehen, das kann doch jedem mal passieren. Das hätte ihn wahrscheinlich total aufgestachelt. Ich habe mich entschuldigt, ich habe ihm eine freundliche Antwort gegeben und schon war Deeskalation da. Und es ist einfach so gut, dass wir das beherzigen dürfen. Sprüche 15, 18, ein Hitzkopf schürt Zank und Streit, aber ein besonnener Mensch schlichtet ihn. Wir als Leiter oder als Mitarbeiter sollten Leute sein, die sich dadurch auszeichnen, dass sie, da wo Streit aufkommt, dass wir schlichten, dass wir Friedensstifter sind. Und das kann man mit Worten so gut machen. Wir können auch mit Worten einfach Menschen zurechtbringen oder ermahnen. Auf die Ermahnung eines weisen Menschen zu hören, ist so wertvoll wie der schönste Schmuck aus Gold. Wir brauchen Ermahnung, wir brauchen Korrektur. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist es sowas Wichtiges. Aber dann ist wir haben das alle schon erlebt, dass uns jemand ermahnt oder zurechtgebracht hat. Und wir versuchen das auch, und es ist zum Teil unsere Aufgabe, sowas zu machen. Aber wir müssen verstehen, dass es einfach liebevoll und mit Demut geschehen soll. Und gut angewendete Worte können Menschen wirklich wieder aufrichten in Zeiten der Bedrängnis. Sorgen drücken einen Menschen nieder, ein gutes Wort aber muntert einen Menschen auf. Oder
Freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und gesund für den Körper. Wie schön ist es, wenn mir jemand nach dem seelsorgerlichen Gespräch sagt: Wolfgang, es hat so gut getan, mit mir zu reden. Vor einer Woche hat mich eine Witwe besucht, die erst seit einem halben Jahr verwitwet ist, und die hat irgendeine Frage gehabt. Und weil ich jetzt auch einfach da mitreden kann, weil ich auch verwitwet bin, hat sie über irgendein Problem reden wollen, das mit ihrem verstorbenen Mann zu tun hat, wie ich damit umgehe. Und nach 1,5 Stunden Gespräch hat sie gesagt: Oh Wolfgang, das war jetzt so gut, mit dir zu reden. Das hat mir so geholfen. Ich bin so dankbar, dass ich in dieser Gemeinde bin. Sie ist erst seit einem halben Jahr gläubig. Sie und auch ihr Mann ist dadurch zum Glauben gekommen. Gott gibt uns mit Worten eine wunderbare Gelegenheit, Gutes zu tun. Vor nicht allzu langer Zeit war ich in der Gemeinde unterwegs zu Vorträgen über das Thema, über das Vaterherz Gottes, Gott als Vater erfahren. Und am Freitagabend habe ich geredet über das Thema, dass viele Gott nicht als Vater erfahren, weil sie schlechte Erfahrungen mit ihren eigenen Vätern gemacht haben. Und es war eine Frau bei diesem Seminar dabei, die erst seit einem Jahr gläubig ist. Und sie hat zu der Schwester, durch die sie zum Glauben kam, hat sie am nächsten Tag erzählt, dass sie die ganze Nacht kaum schlafen konnte, weil das total viel aufgewühlt hat bei ihr. Und sie hat gesagt: Meinst du, ich könnte mal mit dem Wolfgang reden? Und sie hat gesagt: Klar, der macht das total gern. Und dann hat sie das arrangiert, dass am Samstagabend, als sie wieder beim Vortrag war, haben wir nach dem Vortrag uns zu dritt hingesetzt. Diese Schwester, durch die sie zum Glauben kam und so weiter. Und dann haben wir einfach über ihre Kindheit geredet. Und interessanterweise war diese Frau auch seit 3 Monaten verwitwet, war praktisch alleine. Und durch dieses Verwitwetsein, durch den Tod ihres Mannes, kam irgendwie ganz viel nach oben. Also diese Frau ist um die 50 und sie war also ziemlich fertig. Und wir haben versucht rauszufinden, was da war. Und es kam einfach raus, dass sie eine echt schwierige Kindheit hatte und dass sie als Kind sich alleingelassen gefühlt hat. Das kam an irgendeiner Stelle raus. Das hat sie bis zu dem Zeitpunkt einfach nicht zugegeben. Und es war total hilfreich. Ich durfte ihr dann ein Wort Gottes lesen aus dem Hebräerbrief, dass Gott sie nie allein lässt. Und nachdem sie das 5. Taschentuch durchgeheult hatte, ist sie irgendwie getrost nach Hause gegangen. Am übernächsten Tag, am Montag, hat sie mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Und die möchte ich euch gerne mal vorlesen. Ich lese es wörtlich, wie sie es geschrieben hat. Lieber Wolfgang, ich habe gerade mit einer guten Freundin telefoniert, die ihr ganzes Leben um die Anerkennung anderer Menschen kämpft und trotzdem immer wieder unglücklich ist. Ich habe in den letzten 3 Tagen so viel verstanden, dass ich sogar schon meine Freundin zum Nachdenken bringen konnte. Also diese Freundin ist nicht gläubig. Ich habe gestern schon diese Schwester, durch die sie zum Glauben kam, gefragt, ob ihr euch bewusst seid, wie viel Gutes ihr tut. Heute ist Montag und ich habe mich Gott noch nie so nah gefühlt wie jetzt in meinem Leben. Ich kann nur sagen, danke aus tiefstem Herzen. Meine Probleme haben ein Gesicht bekommen. Ich wünsche dir nur das Beste für die Zukunft. Ganz liebe Grüße und dann ihr Name. Ich freue mich einfach über solche Rückmeldungen und ich weiß, dass du mit Worten echt unglaublich Gutes tun kannst. Und es ist so, dass Gott uns echt helfen will, mit Worten heilsam umzugehen. Und darüber möchte ich mit euch noch ein bisschen nachdenken. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass bevor wir mit Worten heilsam umgehen, dass wir eine Kunst irgendwie anwenden müssen, die für Kommunikation einfach entscheidend ist. Und ihr wisst natürlich, was ich meine, die Kunst des Zuhörens. In Jakobus wird uns das so gesagt: Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid sofort bereit, jemandem zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet, und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Zuhören ist wirklich eine Grundvoraussetzung, bevor wir Worte platzieren können. Und in den Sprüchen wird uns das sehr drastisch vor Augen geführt, wie wichtig das ist. Sprüche 18, 13, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, ist dumm und macht sich lächerlich. Die Neues Leben Übersetzung übersetzt es ganz interessant: Welche Schande, welche Dummheit, einen Rat zu erteilen, bevor man die Hintergründe kennt.
Wenn du einen Menschen beraten willst, wenn du einem Menschen was Gutes sagen willst, dann musst du ihn verstehen. Dann musst du nachfragen, dann brauchst du Empathie, dann brauchst du die Fähigkeit, dich in den anderen reinzuversetzen. Das brauchen wir so sehr, du sollst ihn verstehen wollen. Und unsere Grundhaltung bei einem Gespräch sollte sowas, sollte das sein, was mir mal jemand gesagt hat. Mir ist es wichtiger, meinen Gesprächspartner zu verstehen, als selbst verstanden zu werden. Das ist wirklich eine Hammeraussage und das kostet eine ganze Menge, wenn wir so eine Grundhaltung haben. Ich möchte lieber den anderen verstehen, als selbst verstanden zu werden. Das ist echt was Jesusgemäßes. Wenn wir mit Interesse zuhören einem anderen Menschen, dann haben wir schon ganz viel richtig gemacht. Und es ist eine gute Übung für mich und für mein Ego, mich einfach zurückzunehmen und damit den anderen höher zu achten als mich selbst. Aber dann wollen wir natürlich auch Worte nutzen, um heilsam zu sein. Und wo könnten wir besser das lernen als bei unserem Herrn Jesus? Schon 700 Jahre vor Christus werden uns diese Worte über Jesus prophetisch gesagt. In Jesaja 50, Vers 4. Da wird über den Gottesknecht, über Jesus gesagt, Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Morgen für morgen weckt er in mir das Verlangen, von ihm zu lernen, wie ein Schüler von seinem Lehrer. Wir sehen hier was ganz Entscheidendes, was wir lernen können von Jesus. Wenn wir uns regelmäßig mit diesem Wort beschäftigen, mit Gottes Wort beschäftigen, ja, von diesem Wort leben wie von der Nahrung, und wir wissen ja, Gottes Wort ist wie das tägliche Brot, das wir brauchen, dann können wir genau diese Worte einsetzen zum Guten. Und das möchte ich, und ich bin sicher, das möchtest du auch. Da, wo du arbeitest, da, wo du dich mit Menschen beschäftigst, wo du dein Leben investierst in junge Leute, da willst du das ganz bestimmt auch. Deswegen brauchst du das auch genauso wie ich. Der Dienst unseres Herrn Jesus wird mal so beschrieben, und es sind Verse, die mich echt zutiefst berühren. Jesaja 61, 1. Der Geist von Jahwe ruht auf mir, denn Jahwe hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbringen. Das ist ein Dienst, für den ich ein ganz großes Herz habe. Ich habe echt eine Leidenschaft für das Evangelium, für diese gute Botschaft, weil ich erlebt habe in meinem Leben, dass diese gute Botschaft mein zerbrochenes Herz verbunden hat. Ich war wirklich ziemlich fertig, als ich mit 20 Jahren zum Glauben kam. Ich habe eine Menge erlebt gehabt schon, weil ich seit meinem 17. Lebensjahr irgendwie Gott aus meinem Leben rausgekickt hatte. Diesen Gott, zu dem ich irgendwie eine sehr oberflächliche, aber so eine kindliche Beziehung hatte als Katholik. Ich habe nicht viel über Gott gewusst, aber ich habe irgendwie mein Leben mit ihm in Verbindung gebracht. Mit 17 Jahren habe ich diesen Gott aus meinem Leben rausgeworfen und ich bin in ein ganz tiefes Loch gefallen, existenziell. Mich haben Selbstmordgedanken gequält, einige Jahre. Und ich habe intensiv nach dem Sinn meines Lebens gesucht und war echt ein kaputter Mensch. Und dann ist das Evangelium, das ich total abgelehnt habe zunächst, in mein Leben gekommen und hat mich geheilt. Und das selbst erlebt zu haben, hat mir eine große Last gegeben für Menschen. Das hat Gott einfach gemacht. Und ich bin einfach begeistert von diesem Evangelium. Und zusammen mit meiner Frau durfte ich seit 30 Jahren evangelistische Hauskreise machen, macht es immer noch. Und wir haben ein paar Dutzend Leute, das hat Gott einfach geschenkt, zum Herrn Jesus führen dürfen. Und wisst ihr, wenn ein Mensch, der in seiner Kindheit gehört hat, dass er nur ein Versager ist, der wird sowas von aufblühen, wenn er im Evangelium hört, dass er von Gott so sehr geliebt ist, dass Jesus für ihn gestorben ist. Oder ein Mensch, der darunter leidet, dass er viele Menschen verletzt hat, dass er irgendwie eine Spur der Verwüstung zurückgelassen hat in seinem Leben, der wird aufleben, wenn er hört, dass Gott ihm in Jesus Christus vergeben hat.
Und wisst ihr, ich kann mir das so vorstellen, wie das für diesen gelähmten Mann gewesen sein muss, den seine vier Freunde vor Jesus durch das Flachdach eines Hauses herabgelassen haben und der von Jesus dann hört: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Stellt euch das vor, weil dieser Text legt nahe, dass seine Sünden sein eigentliches Problem war. Er war gelähmt und es ist natürlich total bescheuert, gelähmt zu sein. Und es ist echt nicht schön. Aber sein größtes Problem war nicht seine Lähmung, sein allergrößtes Problem waren seine Sünden. Und soll ich euch was sagen? Es ist kein Geheimnis. Unser größtes Problem sind auch unsere Sünden. Ist auch die Beziehungslosigkeit zu Gott oder eine gestörte Beziehung zu Gott. Und da können wir einfach mit unseren Worten reingehen und können Menschen da ins Leben Worte so platzieren, dass die heilsam wirken, dass die zerbrochene Herzen heilen. Wir bringen sie eigentlich nur mit Jesus in Verbindung und schauen zu und erleben dann, was Gott an ihren Herzen macht. Für mich ist evangelistische Hauskreisarbeit, dem Heiligen Geist über die Schulter zu schauen, in seiner Werkstatt zu sein und zu sehen, wie er Menschen neu zusammensetzt. Und das durften wir immer wieder erleben, bis in die neuere Zeit. Also es gab kein Jahr, glaube ich, wo wir nicht irgendeinen Menschen zu Jesus bringen durften. Das hat Gott geschenkt, weil wir da einfach ein großes Anliegen haben. Aber wenn wir Worte heilsam einsetzen sollen, müssen wir verstehen, dass wir Wahrheit mit Liebe kombinieren müssen. Und das ist echt eine große Kunst, über die ich noch kurz reden will. Epheser 4,15, da steht: Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Und ich möchte mit euch ein kurzes Beispiel anschauen, wo der Herr Jesus Wahrheit und Liebe so großartig kombiniert, dass wir irgendwie einen Geschmack davon bekommen, wie das sein kann. Und die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4 ist für mich so ein Paradebeispiel. Da bietet Jesus dieser samaritanischen Frau echtes Leben an. Aber ihre Sünde und ihre Männergeschichten stehen ihr irgendwie im Weg. Und sehr feinfühlig deckt dann Jesus ihre Sünde auf, indem er einfach fragt: Geh und hol deinen Mann. Und sie muss es bekennen, dass der Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, nicht ihr Mann ist. Und Jesus sagt ihr: Ja, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, es ist nicht dein Mann. Aber Jesus deckt auf, also er spricht Wahrheit in das Leben dieser Frau, nicht um sie fertig zu machen, sondern um ihre Sünde zu bedecken. Und die Reaktion der Frau auf das Reden Jesu ist einfach phänomenal. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten: Kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Es wird uns nicht gesagt, was diese Frau erlebt hat, aber der Text legt nahe, dass das, was Jesus in ihr Leben hineingeredet hat, sie total befreit hat. Dass er seinen Finger auf ihre wunde Stelle gelegt hat, sie aber gleichzeitig mit Vergebung bedeckt hat, ihr seine Liebe erwiesen hat, hat sie total befreit, offen zu sein, vor den Menschen und vor Gott. Und das müssen wir verstehen und das möchte ich euch echt sagen. Wahrheit befreit und Liebe heilt. Und wir brauchen das einfach, dass wir Wahrheit und Liebe kombinieren. Und die Sprüche sagen uns: Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Und ich glaube, wir haben oft ein Problem, dass wir uns zurückhalten, nicht Dinge anzusprechen, die unangenehm sind. Und es ist ja auch schwierig. Henry Ward Beecher, ein amerikanischer Prediger, der vor längerer Zeit gelebt hat, sagte mal, es ist eine der schwierigsten Aufgaben der Freundschaft, einen Freund auf seine Fehler hinzuweisen. Doch wenn es gelingt, die schmerzhafte Wahrheit mit liebenden Worten zu sagen, so ist das wahre Freundschaft. Und das sollten wir machen. Wahrheit in Liebe reden, das ist wirklich heilsam und es ist befreiend. Zwei wichtige Voraussetzungen am Ende.
Wir müssen das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen, so wie es uns Kolosser 3, Vers 16 sagt. Um das einfach zu tun, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Also, hier wird uns gesagt, wir müssen dem Wort Gottes Raum geben in unseren Herzen. Psalm 141, 3, Herr, halte du selbst meine Zunge im Zaum, damit kein schlechtes Wort über meine Lippen kommt. Das sollte unser Gebet sein, das sollte unser Wunsch zu Gott immer wieder sein, damit unser Reden Gott gefällt und für andere heilsam ist. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Koch und von einem König. Der Koch hat den König gebeten, ihm das beste Essen auf der ganzen Welt zuzubereiten. Der Koch hat eine Portion Zunge zubereitet. Dann hat der König gesagt, jetzt möchte ich, dass du mir das schlechteste Essen der Welt zubereitest. Der Koch hat ihm eine Portion Zunge zubereitet. Der König fragt den Koch nach einer Erklärung und der Koch sagt, Ihre Majestät, die Zunge ist das Beste, wenn sie weise und in Liebe gebraucht wird. Aber sie ist das Schlechteste, wenn sie gedankenlos und auf gemeine Weise benutzt wird. Du und ich, wir wollen unsere Worte so einsetzen und die Macht der Worte, wir wollen uns dieser Macht der Worte bewusst sein und wollen sie so einsetzen, dass sie anderen Menschen wirklich tief hilft in ihrem Leben, dass es sie befreit, dass sie heilt und dass Gott dadurch geehrt wird. Und genau das wünsche ich euch von ganzem Herzen.